Hallo und willkommen bei Motorkrank. Heute zeige ich euch, wie man eine Windschutzscheibe wechselt und das am Beispiel vom Mini Cooper R50. Bleibt dran! Ist eure Windschutzscheibe blind geworden, hat sie einen Steinschlag im Sichtbereich des Fahrers oder gar einen Riss, dann muss sie auf jeden Fall getauscht werden. Bei älteren Fahrzeugen wie meinem Mini kann man das durchaus selbst machen. Bei neueren Fahrzeugen, naja, da muss man eben auch Fahrassistenzsysteme wie die Frontkamera neu kalibrieren und dafür geht ihr besser zu eurem Fachbetrieb. Mein Mini muss eigentlich in diesem Monat zum TÜV, hat aber dummerweise einen großen Riss in der Frontscheibe. Den zeige ich euch gleich. Die Scheibe zu tauschen ist eigentlich sehr simpel. Man muss sich nur an viele, viele, viele kleine Dinge halten, damit der ganze Prozess auch nachhaltig passt. Und hierzu habe ich euch natürlich eine kleine Liste erstellt von all den Punkten, die ich jetzt durchgehen werde hier am Mini. Und die könnt ihr natürlich auch direkt unten in der Beschreibung euch rauskopieren und selbst verwenden. Jetzt zeige ich euch aber erstmal die Beschädigung und dann geht's zu den benötigten Teilen. So, da ist auch schon der Mini. Die Scheibe liegt hier, die zeige ich euch gleich. Und hier, ich hoffe, man kann es erkennen, hier ist dieser ziemlich hässliche Riss in der Scheibe. Hier drüben habe ich auch schon die neue Scheibe liegen. Die habe ich einmal im Internet bestellt. Diesmal eine Scheibe mit Grünkeil. Die originale hier hatte keinen Grünkeil, war aber einmal komplett auch grün getönt. Diese hier hat ebenfalls diese Grüntönung und dann hier im oberen Bereich den Grünkeil. Was ich noch bestellt habe, war diese Zierleiste. Ihr müsst für euer Fahrzeug dann einfach mal schauen, welche Teile müssen denn rundherum an Zierleisten, an Dichtleisten ersetzt werden, wenn diese Scheibe ersetzt wird. Und hier auf dem Tisch liegt dann auch schon alles, was ich heute verwenden werde, um die Scheibe einzubauen. Das ist einmal hier so ein Set. Da komme ich gleich dazu. Da sind allerlei Werkzeuge dabei zum Heraustrennen der Scheibe. Dann habe ich hier so ein kleines Werkzeug, das ist zum Herauspressen des Scheibenwischerarms. Dann gibt es hier einmal diese Saugnäpfe und hier ist ein Set zum Einkleben der neuen Scheibe. Die detaillierte Liste hier findet ihr ja unten in der Beschreibung, sowie auch alle Links zu den benötigten Werkzeugen. So, ich habe euch da jetzt mal abgestellt. Als erstes, bevor wir hier die alte Scheibe rausnehmen, muss die neue Scheibe kontrolliert werden. Auf Beschädigungen können natürlich beim Transport immer passieren. Übrigens ein Tipp, nehmt euch solche Unterstellböcke und macht da so eine Isolierung für Heizungsrohre obendrauf. Dann habt ihr die Möglichkeit, hier einfach stabil zu arbeiten, ohne die Scheibe zu verkratzen. So, weiter geht's am Fahrzeug. Wie man unschwer erkennen kann, müssen auf jeden Fall die Scheibenwischer entfernt werden. Das machen wir hier, indem wir die Scheibenwischerarme abschrauben. Und in meinem Fall, denke ich, muss ich sogar hier einmal komplett diese Blende hier, diese Blechblende, die hier quer drüber geht, entfernen. Des Weiteren muss ich jetzt hier am Mini an der Seite diese A-Säulenverkleidungen abschrauben. Das zeige ich euch gleich, wie das funktioniert beim Mini. Ansonsten ist dann nur noch diese obere Leiste und ja, wie man sieht, die hat sich irgendwann mal schon von alleine gelöst und kann einfach rausgezogen werden. So, die Scheibenwischer werden entfernt, indem man hier einmal die jeweilige Plastikabdeckung hochklappt oder eben abnimmt, je nach Fahrzeug. Und dann kann man hier die Halteschraube lösen. So, und jetzt steckt hier einmal der Wischerarm auf dieser Antriebswelle. Und das kann man entfernen, indem man hier einmal sachte auf den Wischerarm hier auf diese Verlängerung draufhaut, dann sollte sich das normalerweise lösen. Wenn nicht, dann zeige ich gleich, spätestens dann eben am anderen Scheibenwischer, wie man das mit diesem Tool macht, das ich mir besorgt habe. So, das hat jetzt schon gereicht. Das Ganze ist lose. Merkt euch bitte, in welchem Winkel der Scheibenwischer hier aufsaß. Ich gucke mir das jetzt gerade mal an. Ja, das sind hier so ungefähr 2 cm Platz bis zur Blende. Und
dann kann man den Scheibenwischer auch abnehmen. So, der zweite Scheibenwischer. Wir nehmen wieder die Abdeckkappe ab. Lösen die Mutter. Und jetzt zeige ich, wie man dieses Werkzeug hier ansetzt. Das Ganze wird hier unten drunter geschoben. Und dann wird hier von oben, wenn es ausgerichtet ist, langsam der Druck erhöht auf die Welle. Und irgendwann sollte das Ganze nach oben rausploppen. So, die A-Säulenverkleidung wird verschraubt hier unten drunter. Das heißt, man nimmt hier einmal die Dichtung des Türrahmens nach hinten und dann sind hier unten drunter kleine Kreuzschlitzschrauben. 4 an der Zahl und dann können wir diese A-Säulenverkleidung demontieren. Ja, und wenn man sich diese ganze Verkleidung hier so anschaut, das sieht aus, als wäre hier irgendwelche Schmiere drauf, aber es sind Mikrorisse in dieser A-Säulenverkleidung. Das bedeutet, wenn ich jetzt versuche, sie abzunehmen, wird sie genau dort reißen. Bedeutet, ich brauche einmal neue A-Säulenverkleidungen. Ja, und unter der Türdichtung ist noch eine weitere Schraube, die unsere Zierleiste hält. Also die ganze Sache ist doch ein bisschen kniffliger, als ich dachte. Es sind nicht nur die offensichtlichen Schrauben hier oben, natürlich hier einmal die Dichtung entfernt. Es sind nochmal versteckte Schrauben hier unter dem Kotflügel und eine oben an der A-Säule. Die zeige ich euch jetzt. Und zwar ist das einmal diese Schraube hier oben an der A-Säule. Die nächste Schraube, die sitzt hier hinten hinter dem Blinker in der Richtung mit dem Kotflügel verbunden. Das heißt, von hier oben geht ein Flansch runter und der ist hier mit dem Kotflügel verschraubt. Jetzt geht es hier an diese Seitenverkleidung. Die ist hier nur in eine, ja, sagen wir mal, in eine Gummihülse reingesteckt. Jetzt kann man versuchen, das vorsichtig rauszuhebeln, ohne dass man ja, hier oben das Blech verbiegt. So, das ist jetzt raus. Hier hinten dran sehen wir jetzt schon direkt die nächste Torx-Schraube. An die kommt man relativ gut ran, sobald diese Blende hier weg ist. Und da unten drin, da oben, da sitzt die nächste Schraube, an die wir ran müssen. Das ist eine mit einer 10er Nuss. Und da kann man Gott sei Dank so ungefähr mit einer kleinen Verlängerung rein und diese Schraube lösen. So, die Schraube muss nur angelöst werden. Ich kann jetzt hier diese drei Schrauben von diesem Halter noch entfernen. Der verbindet hier an der Vorderseite diese zwei Karosserieteile noch miteinander. So, jetzt kann man den Kotflügel leicht nach außen ziehen. Die Schraube hängt übrigens hier an der Lasche vom Kotflügel selbst dran. Und jetzt ist das Oberteil hier lose. Also, wie es scheint, ist der ganze Windfang bzw. dieser Windlauf noch hier oben an der Kante befestigt, beziehungsweise hängt er hier irgendwo noch. Ich schiebe jetzt erstmal hier diese Chromabdeckung Richtung Scheibe und nach oben, um sie aus den kleinen Clips zu befreien. Und wie man unschwer hören kann, müssen wir hier auch ein paar dieser Clips jetzt ersetzen. Ich vermute, ja, und das ist so. Wir müssen einmal diese schwarzen Abdeckungen hier runternehmen. Und wenn die schwarzen Abdeckungen runter sind, sind hier hinten nochmal Schrauben, mit denen der Windfang bzw. der Windlauf hier hinten befestigt ist an der Karosserie. So, wie entfernt man hier diese Gitter? Die kann man leicht nach oben ziehen und dann gibt es drei Clips ungefähr hier in der Mitte und hier an der rechten Seite. Und mit einem Plastikschaber bzw. mit so einem Hebelgerät hier, Link übrigens auch in der Description, kann man das Ganze dann nach hinten drücken und vorsichtig raushebeln. So, hier hinten sieht man jetzt auch die zwei Schrauben, die dann freigegeben werden. Einmal hier und einmal da drüben. Das gleiche auf der anderen Seite und dann sollte der Windlauf lose sein. So, bevor der Windlauf jetzt abgenommen werden kann, noch ein Hinweis. Hier sind jeweils auf diesen Bolzen zwei Muttern drauf. Die erste Mutter hält den Windlauf an der Karosserie und dann kommt dieser Kasten. Ja, ich denke mal, das ist ein Schutzkasten für das Lüftungssystem, das dahinter sitzt. Der kommt dann drauf und der wird dann wiederum mit der zweiten Mutter gesichert.
um den Windlauf hier aber entfernen zu können, sehe ich nur eine Möglichkeit. Die Haube muss runter. Man kriegt einfach diesen Windlauf nicht genug gehoben, um ihn dann rausziehen zu können, da er eben hier an den Kanten dann ansitzen wird. Ich bin also gerade dabei, hier den Kabelbaum zu lösen von der Haube. Die zwei Stecker für die Scheinwerfer, für die Hauptscheinwerfer, habe ich schon abgenommen. Jetzt müssen hier unten einmal alle Clips gelöst werden. Und es muss hier sogar noch die Haubenverkleidung, die Schalldämmung der Haube ebenfalls abmontiert werden, da der Kabelbaum eben in großen Teilen unter dieser Verkleidung verläuft. Um die Haube zu demontieren, gibt es hier jeweils, ich denke, das sind 40er Torx. Die losschrauben, vorher natürlich die Haubenlifter hier an der Oberseite am besten einmal aushängen. Und dann kann die ganze Haube abgenommen werden. Dafür nehmt ihr euch am besten einen zweiten Mann. Somit sollte sich das Ganze hier auch relativ einfach abnehmen lassen. So, es geht weiter im Innenraum vom Mini. Und zwar müssen wir hier einmal die A-Säulenverkleidung auf der Innenseite entfernen. Dann müssen die Sonnenblenden entfernt werden. Die Uhr muss entfernt werden. Der Rückspiegel muss entfernt werden. Und natürlich auf dieser Seite ebenfalls. Hier beim Mini Cooper R50 ist es relativ simpel. Wir sehen hier einmal diesen Slot, diesen und hier unten ist nochmal einer. Da sind Metallklammern drin. Diese Metallklammern gehen hier einmal auf diese A-Säulenverkleidung, die stecken da drauf. Das heißt, die A-Säulenverkleidung wird einfach nur in Richtung Innenraum gezogen, um dann entweder diese Metallklammern aus der A-Säule herauszuziehen oder von der A-Säule den Plastikteil, diesen Plastiknippel, der hier drauf ist, diesen aus dieser Metallklammer zu ziehen. Bei mir sind die Plastiknasen aus den Metallklammern rausgenommen. Ich habe die Metallklammern jetzt hier aufgesteckt. Man sieht, hier ist dann auch an der Metallklammer und an der A-Säule bzw. an der Verkleidung nochmal verschraubt eine kleine Haltelasche. Die ist dafür da, wenn hier oben der Kopf-Airbag explodiert, dass eben die A-Säulenverkleidung, die sich dann auf jeden Fall lösen wird, dass die nicht in den Innenraum fliegt, sondern dass sie hier oben locker hängen bleibt. So, wir fangen mal an bei der Digitaluhr. Der R50 hat das ja noch hier, das Vor-Facelift-Modell, im Dach verbaut. Und da ist hier vorne an dieser Stelle eine Metallklammer, die gleichzeitig auch federnd gelagert ist. Das heißt, man muss das Ganze nach vorne ziehen. Und dann kann man es hinten runtersetzen. Hinten noch den Stecker entfernen. So, als nächstes entfernen wir den Innenspiegel. Der ist sehr simpel zu entfernen, wenn man weiß, wie es funktioniert. Man muss das ganze Spiegelgehäuse drehen auf die Beifahrerseite, 45 Grad, kann es dann abnehmen. Und genauso wird es auch wieder aufgesetzt. Feste nach oben drücken und wieder einrasten. So, und jetzt geht es noch an diesen kleinen Plastikclip, der hier vor der Spiegelbefestigung den Dachhimmel noch nach oben festhält. Der hat hier in der Mitte einen kleinen Splint. Dieser Splint muss entfernt werden. Und dann geht auch der gesamte Clip raus. So, und wie wir sehen, ist der Dachhimmel jetzt schon ganz gut lose. Wir kommen zur Sonnenblende, lassen sich eigentlich auf beiden Seiten identisch entfernen. Wir haben jeweils Abdeckkappen, die wir mit einem kleinen spitzen Flachschraubenzieher öffnen können. Hier auf der Seite sind die Abdeckkappen ziemlich tief reingesteckt. Also hier einmal raushebeln und dann nur noch mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher die Sonnenblenden entfernen. So, die Sonnenblende ist ja beleuchtet, also haben wir hier noch einen Stecker drauf und den lösen wir ebenfalls. Und schon ist die Sonnenblende demontiert. So, wir kommen zu den A-Säulenverkleidungen auf der Innenseite. Hier steht zwar Airbag drauf,
Aber wie wir gesehen haben auf der Beifahrerseite, hier ist kein Airbag drunter. Der Airbag ist hier im oberen Bereich. Hier sind nur die Haltelaschen für den Kopf-Airbag. Wir ziehen also hier einmal die Dichtlippe von der Tür. Und dann, wie wir gesehen haben auf der anderen Seite, geht es ans Hebeln. Da nehme ich jetzt mal was Stärkeres. So, jetzt hat sich die ganze Innenverkleidung so gelöst, wie sie sich lösen soll im Falle eines Unfalls. Und zwar stecken jetzt noch die Metalllaschen hier in der A-Säule drin und halten dann über dieser Lasche die A-Säule, damit sie eben nicht hier in den Innenraum reinfliegt. Wir müssen jetzt mit einem Schraubenzieher versuchen, diese Metalllaschen zusammenzudrücken und aus der A-Säule heraus zu bekommen. Die Metallhalteklammern, die hier eingesetzt sind, lassen sich am besten lösen, indem man sie zusammendrückt und hier nach oben schiebt. Und dann kommen sie hier durch diese Öffnung deutlich besser raus. Jetzt ist die A-Säulenverkleidung auf beiden Seiten weg und der Dachhimmel ist gelöst. Das heißt, jetzt haben wir hier genug Spielraum, um hier hinten ranzukommen im Zweifelsfall. Und wir können den Dachhimmel auch leicht nach unten ziehen, um ihn nicht zu beschädigen, während wir hier die Scheibe raustrennen. So, hier außen habe ich jetzt einmal die A-Säulen und einmal komplett außenrum alles etwas sauber gemacht, dass da kein Sand ist, der dann später zu kleinen Kratzern führen kann. Und ich habe hier auch oben einmal die Dachkante abgeklebt, dass, wenn ich hier dran kommen sollte mit dem Schneiddraht, dass es eben nicht das Dach verkratzt. Bevor ich jetzt aber anfange, die Scheibe rauszutrennen, möchte ich noch einen Hinweis geben. Bitte das Fahrzeug waagerecht abstellen. Es sollte so jetzt fix stehen bleiben, solange wir die Scheibe rausnehmen und die neue reinsetzen und dann auch solange die Scheibe bzw. der Scheibenkleber dann durchhärtet. Ich habe jetzt den Draht hier schon mal befreit aus der Verpackung. Das heißt, das Drahtende ist hier oben, immer schön festhalten an dieser Rolle, weil der rollt sich sonst selbstständig. Die zwei Klemmen hier, die Halter, erkläre ich gleich, wie das funktioniert. Als allererstes brauchen wir hier diese Stechale. Und diese Stechale hat eine Spitze und diese Spitze hat eine Kerbe, in die wir gleich den Draht einlegen, um ihn dann durch den Scheibenkleber durchstechen zu können. Und dann wird die ganze Sache verbunden an diese Griffe. So, ich habe jetzt auch schon das Armaturenbrett einmal geschützt mit so einer Schreibtischunterlage, dass es eben nicht verkratzt, wenn ich da gleich zugange bin mit dem Schneiddraht. Jetzt nehme ich die Stechale und gehe einmal durch den Scheibenkleber durch. Die Stelle nehme ich einfach mal hier genau an dem Pin. Die werde ich jetzt mal vorstechen mit der Stechale, eng an der Scheibe entlang. Der Draht wird jetzt auf die Reibale aufgesetzt und umgebogen, das habe ich schon getan. Jetzt kann er an dieser Stelle durchgeführt werden. So, der Draht ist einmal durchgeführt. Jetzt kann ich gleich hier draußen den Draht einmal entwickeln. Das heißt, hier diese Schlaufen, die müssen raus, denn die Schlaufen bedeuten, wenn ich ihn jetzt gerade ziehen würde, würde an der Stelle, wo vorher die Schlaufe war, ein Knick entstehen. Wird dieser Draht hier geknickt, ja, dann neigt er leider dazu, dann eben an dieser Stelle auch zu reißen. Also da bitte vorsichtig und einmal den Draht so weit durchziehen, soweit wir ihn eben brauchen auf der Innenseite. Jetzt kann ich auf der Außenseite diese Halter hier verwenden, um den Draht einzufädeln, um ihn dann später festhalten zu können. Es wird hier unten durchgesteckt, hier oben in den Halter hinein und dann runtergezogen. So ist der Draht verklemmt und kann sich nicht befreien. So, und wenn wir jetzt zu zweit sind, dann können wir anfangen, die Scheibe rauszutrennen. Ich bin alleine,
Deswegen werde ich es jetzt mal auf die ja, eher ungemütliche Variante machen und mich hier etwas verrenken. Wie macht man es? Den Draht immer gespannt halten. Wie gesagt, sobald dieser Draht einen Knick bekommt, wird er an diesem Knick auch reißen. Den Draht immer gespannt halten und dann die ganze Sache immer in Richtung Scheibe ziehend raustrennen. Also wie man gesehen hat, es geht auch, wenn man alleine ist. Es ist natürlich dann ein bisschen beschwerlicher. Man muss da mehr aufpassen, was man eben tut. So, jetzt kommen hier die Saugnäpfe drauf. So, als nächstes muss einmal komplett außenrum der alte Scheibenkleber runtergenommen werden. Muss nicht komplett runtergenommen werden. Es reicht, wenn so ein halber Millimeter oder ein Millimeter dann stehen bleibt. Am besten funktioniert das natürlich mit einem sehr scharfen Cuttermesser. Und dann, wie man hier schon sieht, kann man das am besten machen, indem man das einmal durchzieht. Das heißt, das Messer wird aufgesetzt. Und wenn man dann hier die obere Lasche bzw. das, was dann abfällt, festhält, dann hat man die Möglichkeit, wenn man das Messer dann auch richtig hält, so einmal sauber nach unten durchzuziehen. Der Winkel ist natürlich super wichtig, dass man nicht in den Lack hineinschneidet. Falls das passiert, dann bitte dort an dieser Stelle den Lack noch einmal konservieren, indem man dann eben einfach nochmal Rostschutzgrundierung drauf gibt und das ausbessert. Wenn die ganze Sache dann so aussieht, das heißt nur noch so ein Rest an der Stelle übrig geblieben ist, wird das Ganze sauber gemacht und vorbereitet zum Verkleben. So, es wird Zeit, die Scheibe einzukleben. Ich habe jetzt an der Karosserie schon einmal gereinigt, wie gesagt, und das Ganze auch mit Silikonentferner noch einmal abgerieben. Wir können direkt diese Kleberaupe mit dem neuen Scheibenkleber auf die Reste der alten Kleberaupe aufbringen. Das hält sehr gut aufeinander. Wir bereiten jetzt erst einmal die Scheibe vor. Die Scheibe wird gereinigt mit einem Reinigungstuch, das ebenfalls im Set mit dabei ist, und zwar einmal komplett außenrum an den Klebeflächen. So, und während das jetzt hier ablüftet, bevor ich dann hier den Primer aufgeben kann, der auch im Set mit dabei ist, der sorgt ebenfalls für die gute Haftung, kann ich den Primer schon mal schütteln und euch sagen, hier gibt es in der neuen Scheibe, bitte nicht berühren, fettige Hände, hier gibt es in der neuen Scheibe ein kleines Sichtfenster für die Fahrzeugidentifikationsnummer. Und das war bei der originalen Scheibe auch schon überlackiert, beziehungsweise mit diesem Primer einfach übergepinselt. Das werde ich jetzt hier auch machen. Ansonsten sieht man eben durch, bis auf die Karosserie. Naja, und da ist eben nichts. Also werde ich das an der Stelle mit dem Primer letzten Endes blickdicht machen. So, die Scheibe ist jetzt gut abgelüftet. Ich habe auch schon hier einmal die Abdeckkappe beziehungsweise den Auftrageschwamm für diesen Primer aufgesetzt und wir werden jetzt diesen Primer einmal an, entlang der Klebefläche auf der Scheibe verteilen. Die Kleberaupe, die am Fahrzeug ist, müsst ihr nicht mit dem Primer noch einmal behandeln. Wir können direkt auf die bestehende und frisch zurückgeschnittene Kleberaupe den Kleber aufbringen. So, den Primer jetzt einmal sparsam entlang der Klebefläche auf die Scheibe auftragen. So, den Primer müssen wir jetzt 10 Minuten ablüften lassen. So, der Primer ist jetzt einmal komplett aufgetragen und ich habe hier oben auch schon die Dichtleiste bzw. diese Gummileiste, die oben am Dach diesen Abschluss dann ergibt, die habe ich hier auch schon aufgezogen.
Hier sieht man auch ganz gut, die wird von oben aufgesteckt, dichtet das Ganze dann zum Dach hin ab und gibt hier dann nochmal durch diese Auflagefläche den Abstand oben zum Dach vor. Und jetzt können wir den Scheibenkleber aufbringen. Und den Scheibenkleber werde ich dann doch nicht auf die Scheibe aufbringen, sondern ich werde ihn direkt auf die Karosserie aufbringen, weil ich da nämlich genau weiß, an welcher Stelle er aufzubringen ist. Hier, wo ich eben die alte Raupe schon weggeschnitten habe. Da werde ich diese neue Raupe direkt in die Mitte einsetzen. So, wir können jetzt anfangen, den Scheibenkleber vorzubereiten. Das ist die Kartusche. Die muss man oben einmal öffnen, indem man sie einsticht und dann möglichst groß dieses Loch innen drin etwas weitet. Dann kann der Aufsatz drauf. Und beim Aufsatz hat man verschiedene Möglichkeiten. Man kann entweder eine, ja, sagen wir mal, sehr dick auftragende Raupe auftragen, indem man diesen Adapter runterlässt. Und dann kann man mit dem Adapter drei verschiedene Abstufungen von kleineren Raupen auftragen. Da ich jetzt nicht weiß, wie dick die Raupe sein muss für den Mini an der Stelle, werde ich hier einfach mal die, ja, mittlere in Anführungsstrichen Variante nehmen mit der 18. Das ist alles beschrieben hier in der Bedienungsanleitung. Es wird so aufgesteckt. Und jetzt haben wir die Möglichkeit hier, wenn wir den Kleber rausdrücken, mit flach auflegen auf den Scheibenrahmen so in dieser Richtung zu ziehen. Das bedeutet, es ist dann so eine Dreiecksraupe, die entsteht und die einmal komplett rundherum auf den Scheibenrahmen aufgetragen wird. So viel ungefähr lasse ich jetzt hier mal raus. Das heißt, die ersten 2 cm ungefähr vom Scheibenkleber werden ausgelassen und verworfen. Und dann kann ich schon direkt an die Karosserie gehen. So, ich habe das jetzt einmal aufgetragen, einmal komplett außenrum. Hier sieht man auch die schöne, ja, dreiecksförmige stehende Raupe. Hier sieht man sie vielleicht noch mal ein bisschen besser. Steht relativ weit nach oben, ist aber dennoch sehr dünn und hat unten dann eben, ja, dadurch, dass sie dreiecksförmig ist, eine breitere Basis. Okay, ich habe die Scheibe jetzt schon vorbereitet, entsprechend hingelegt mit den Saugnäpfen. Ziel ist es jetzt, die Scheibe hier oben anzusetzen und dann nach unten runter zu lassen. Und dann wird sie aufgedrückt. Ich hatte mir auf der anderen Seite auch schon 2 Markierungen gemacht. Da kann ich dann später nochmal nachmessen, schauen, ob die Scheibe sich nochmal mehr setzen muss oder eben nicht. Dadurch, dass ich ja hier oben mit der Dichtung dann eine sehr schöne, ja, Kante hinbekomme, denke ich mal, wird das kein Problem sein. Hier oben sind noch an den Rändern so kleine, ja, Plastikübergänge. Da hoffe ich, dass ich drunter komme mit der Scheibe entsprechend. Ist alleine ein bisschen schwierig. Ich würde es empfehlen, auf jeden Fall zu zweit zu machen. Ich probiere es jetzt einfach mal und ja, wie ihr seht, ich habe auch schon den Pullover wechseln müssen, denn es kommt dann doch leicht Scheibenkleber auf die Kleidung. Die Handschuhe habe ich auch nicht an, aber jetzt geht's los. Die Scheibe wird eingesetzt. So, sieht ziemlich gut aus. Hier oben die Dichtung passt auch. Wenn ich nochmal glatt ziehen. Perfekt. Ich hatte mir ja hier unten Markierungen gemacht. Jetzt weiß ich, die Scheibe muss auf dieser Seite noch ein Stückchen nach oben. Hier oben werde ich nicht zu sehr drücken. Und vorbereitet habe ich auch schon diese Klebestreifen hier.
dass ich das Ganze, wenn es jetzt in Position ist, direkt gespannt hier oben drauf setzen kann. Position der Scheibe passt also. Jetzt können wir die Scheibe vorsichtig, ja, ich sag mal, runtermassieren. Durch das leichte Verschieben der Scheibe, denke ich mal, hat sie sich sowieso schon ganz gut auch in den Kleber hineingesetzt. Okay, das sieht soweit ganz gut aus. Ich denke, jetzt muss sie einfach trocknen. Es ist momentan nicht wirklich warm, deswegen lasse ich der Scheibe einfach anstatt 2 Stunden mal 4 Stunden mindestens Zeit. Bedeutet mit anderen Worten, ich gehe jetzt schlafen und morgen geht's weiter. So, mittlerweile dann doch 2 Tage später. Das Ganze hat jetzt richtig gut und lange trocknen können. Ich habe eine kleine Pause eingelegt für die Familie und jetzt kann das Ganze wieder zusammengesetzt werden in, ja, umgedrehter Reihenfolge. So, weiter geht's am Windlauf. Bei der Demontage dieser Chromleiste hier sind dann doch einige dieser Clips kaputt gegangen. Die habe ich jetzt alle nachbestellt. Wir müssen, wenn wir den Windlauf entfernen, meiner Meinung nach diese Chromleiste gar nicht abnehmen. Das kann man dran lassen, um den gesamten Windlauf zu entfernen. Nur die Chromleiste abzunehmen, bin ich der Meinung, hat man nicht genug Platz, um die, ja, alte Scheibe rauszutrennen. Von daher würde ich schon empfehlen, den Windlauf zu demontieren. Es gibt sicherlich Leute, die das auch mit montiertem Windlauf gemacht haben. Ich habe jetzt einmal die Clips hier zu ersetzen. Das geht relativ einfach. Wenn man die neuen hat, dann sieht man auch, wie sie verbaut sind. Bei den alten Clips muss man eigentlich nur auf der Unterseite einen kleinen Splint ziehen. Und dann kann man den, ja, Clip nach oben rausdrücken. So, die Clips sind jetzt alle ersetzt. Ich habe auch schon die neuen Clips in die, ja, Chromleiste eingesetzt. Und zwar haben wir hier unterhalb der Chromleiste eine Tasche in, ja, Scheibenrichtung. In diese Tasche kommen diese Federelemente hinein und werden dann in Richtung der Tasche gedrückt, um dann vorne mit einer Nase hier einrasten zu können. Ich lasse diese Leiste jetzt nochmal ab und werde erst den Windlauf montieren. Und wenn der Windlauf drauf ist, dann kann ich die Leiste genau ausrichten und aufsetzen. So, jetzt kommen wir zu den A-Säulenblenden auf der Außenseite. Das ist beides für die Fahrerseite und das hier ist auch schon die neue Blende. Wie man sieht, ist die alte Blende original ab Werk hier an dieser Stelle, wo es noch so schön klebrig ist, verklebt auf der Karosserie. Das ist auch der Grund, warum sie genau an dieser Stelle, ja, bricht. Irgendwie löst das Ganze den Kunststoff hier an und, ja, dann brechen die A-Säulenverkleidungen leider. Die neue wird nicht mehr verklebt. Es gibt für die neue ein Formteil, so ein Schaumstoffteil. Das kommt auf die Karosserie, wird verklebt. Da sind hier die entsprechenden Klebestrips unten drunter. Bei der alten Version hatten wir so ein Formteil ebenfalls, aber nur oben im Dachbereich, dass hier eben kein Schmutzwasser hinten dran fließt. Jetzt gibt es hier dieses große Formteil, das kommt zuerst auf die Karosserie und wie man sieht, sind auch die neuen Clips hier anders als die alten. Die alten hatten so einen, ja, so einen Kugelkopf, der hier reingedrückt wird und die neuen sind ohne diesen Kugelkopf und sind auch schon verbaut hier an den A-Säulenblenden. Ihr braucht also diese Clips, wenn ihr diese A-Säulenblenden und diese Formteile bestellt, nicht mitbestellen. Okay, hier an dieser Stelle war doch noch relativ dick der alte Schaumstoff, der die alte A-Säulenverkleidung verklebt hatte. Den habe ich jetzt entfernt, ja, mit so einem Lackradierer. Kann ich gerne verlinken unten in der Description. Als nächstes kommt jetzt das Formteil hier drauf. Ich habe das auch schon mal angehalten. Es wird hier oben eingesteckt und dann so aufgelegt. Hier vorne überlappt es mit der Scheibe. Ja, dann kann ich auf der Innenseite die Klebestreifen entfernen und das Formteil fixieren. So, das Formteil ist verklebt. Hier hinten ist die Dichtung auch schon wieder rausgenommen. Die Tür ist leicht offen und hier diese Chromleiste ist noch nicht verschraubt. Sie wird ja hier von hinten verschraubt. Da müssen wir ja jetzt dann auch sehr wahrscheinlich unsere A-Säulenverkleidung drunter stecken.
Die bereite ich jetzt schon mal vor, indem ich die Schutzfolie schon mal zum Teil entferne. Und ich denke, dann muss sie eigentlich nur noch hier oben einmal angesetzt werden und mit den jeweiligen Clips durch leichtes Rütteln sollten die sich zentrieren. Jetzt ist die Asoin-Verkleidung aufgeklippt. Alle Clips sind eingerastet. Das Formteil dichtet hier zur Windschutzscheibe hin ab. Und jetzt wird nur noch von hier hinten mit den vier Schrauben verschraubt. Dann sind wir fertig mit den Asoin-Verkleidungen. So wie ihr gesehen habt, jetzt ist alles wieder zusammengebaut. Die Scheibe ist auch gereinigt. Ich werde jetzt schnell die Winterreifen aufziehen und zum TÜV fahren, denn heute ist Samstag und da schließen die früh. Wenn ihr was gelernt habt, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Ansonsten gern unten in die Kommentare. Wenn ihr bessere Methoden, bessere Varianten, bessere Werkzeuge kennt, dann gebt das gerne weiter an alle, die das Video hier schauen. Ich werde alles, was ich verwendet habe, zusammenstellen und als Links unten in die Beschreibung reinstellen. Und wie immer, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Bleibt motorkrank.